So, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Wir sind jetzt hier gerade in der Community Kitchen zusammen mit Arthur Becker. Aber ich hätte gesagt, du sagst einfach noch ein Stückchen mehr zu dir und wer du bist, was du machst. Da muss ich direkt meine Riesenbrille aufsetzen. Ich wohne hier, genauso wie du. Artes Universitas, bin Schriftsteller und habe unter den 20 Büchern, die ich irgendwie in den letzten 25 Jahren geschrieben habe, auch so eines. Das spielt nämlich in diesem Hotel, in dem wir wohnen, der unsterbliche Mr. Lindley. Ja, und aus diesem Roman werde ich heute für ein Video, das wir für den Deutschen Literaturfonds drehen wollen, etwas vorlesen. Das ist meine Aufgabe heute. Genau. Das ist ganz gut, dann bekommen auch die anderen Gäste im Hotel endlich mal zu hören, was da drin steht. Und ja, ich hätte gesagt, wir haben hier schon alles vorbereitet. Heute machen wir mal wieder einen kleinen Film mit der Spielreflex. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Meistens filme ich ja mit der da. Hast du schon überlegt, wo wir anfangen? Ich denke, wir fangen gerne klassisch an. Und zwar vor dem Kräutergarten. Okay. Da gibt es nämlich einen schönen Schaukelsessel. Da setze ich mich hin und lese zumindest schon den Anfang an und dann gehen wir spazieren, denn ich möchte auch einiges über meine Schriftstellerei, meine Person und vor allem mein Werk sagen. Was man sich bei dem Deutschen Literaturfonds gewünscht hat. Nur ganz kurz, was ist der Deutsche Literaturfonds? Der Deutsche Literaturfonds ist eine super krasse, mega geile Institution, würde man sagen, eurer Instagram-Sprache. Nämlich mit dem Sitz in Darmstadt und fördert verschiedenste literarische Programme, Verlage, Autorinnen und Autoren. Man kann sich zum Beispiel jedes Jahr, zweimal im Jahr bewerben, um ein sogenanntes Autorenstipendium. Man kann auch verlegerisches oder ein Übersetzungsprojekt vorstellen und eine bestimmte Summe beantragen. Und der Deutsche Literaturfonds mit dem Sitz in Darmstadt ist deshalb toll, weil er sehr viel für uns Autoren und für unsere Verlage tut. Okay. Als Förderer der Literatur. Und das ist schon cool, oder? Ja, also ich hätte gesagt, ich verlinke das Ganze mal unten in der Videobeschreibung. Und wo starten wir im Buch? Welche Seite? Wir gehen dann im Buch gleich auf die erste Seite. Und ich lese dann so anderthalb, zwei, vielleicht zweieinhalb Seiten. Und an alle Lindenberger, ihr werdet wahrscheinlich auch schon das Buch entdeckt haben, könnt dann zusammen mit uns mitlesen. Ja, und wir machen uns jetzt auf den Weg und bauen schon mal alles auf für die erste Szene. Dann einfach mit dem Mikrofon nach oben. Wichtigstes Ding, Memo, App anmachen und vielleicht... Do it. So, meine Freunde, jetzt wird es intim. Gleich sind wir im Zuhause von Arthur Becker. Meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade im Zuhause von Arthur Becker, haben jetzt hier schon die Kamera vorbereitet und gleich lesen wir die erste Szene aus dem Buch vor. Kapitel Nummer 1, Seite 1, nee, Seite 4 oder so. Okay. Und das fängt folgendermaßen an. Es reichte nur ein paar Schlagzeilen zu lesen. Von links nach rechts schien kein weiter Weg zu sein. Man ärgerte sich über die Radikalen und stopfte aus Frust Leckereien in sich hinein. Beim Frühstück im Sachsenhäuser Hotel hatte sich Robert Brzezinski den Bauch vollgeschlagen. Obwohl draußen schon wieder eine unbarmherzige Hitze herrschte und wahrscheinlich waren die Google News an seinem Bärenhunger schuld und nicht das Hotel, das mit einem üppigen Buffet aufgewartet hatte. So mochte er Frankfurt am liebsten. Heiß am frühen Vormittag, unberechenbar. Gehen wir los? Gehen wir los, ja. Nächster. Du hast eine Alexa? Ich habe eine Alexa. Aber findest du die Alexa gut, oder? Ich liebe Alexa, bloß sie will mit mir in diesem Hotel nicht richtig funktionieren, weil ich nicht weiß, wie man sie ans Internet schließt. Arthur, warum sagst du denn sowas nicht? Du weißt das natürlich. Aber ich kenne mich damit nicht aus, ich häkel ja nur. Ja. doch, du kennst dich aus. So, kurz The Tree, oder hier davor oder dahinter? Ich glaube, das wäre cool, von dem Gedicht. Okay.
Ah, wegen deinem Gedicht natürlich. Ah. Ah, wow, Arthur. Aber warum gibt es denn hier von dir ein Gedicht? Schon von 2014. Jo, machst du schon länger Bücher? Ja, seit 1997, Debütroman der Dadaisee. Publizieren tue ich aber, wie man in Bremen sagt, schon seit 1984. Okay, okay. Nicht schlecht. Wie viele Bücher hast du schon geschrieben? 20 und wir werden bald die nächsten 2-3 Bücher vorbereiten in den nächsten Jahren. Dann werden es endlich über 20. Nur Deutsche? Deutsche und Polnische. Es wird auch bald einen polnischen Gedichtband geben. Ja, ich stehe hier gerade im Kräuterraum des Hotel Linley und hinter meinem Rücken an der Wand sieht man rote Buchstaben. Das ist ein Gedicht, das ich publiziert habe 2019 in der Parasitenpresse in meinem neuen Gedichtband Bartel und Gustavalda. Das Gedicht, wie man sieht, heißt Castel Romeo und erinnert an die schlimmen Ereignisse in Hiroshima. Es geht um den Atompilz von Hiroshima. Und es geht darum, dass es im Kräuterraum auch normalerweise immer wieder Pilze gibt, die hier wachsen und die man im Restaurant verwenden kann. Okay. Ich kurz vorlese. Genau. Ich würde sagen, so, also, wo ist die Location? Dein Lieblingsraum hier im Hotel? Ich würde sagen, da schweren Herzens, würde ich sagen, sowohl das Panoptikum wie auch die gute Stube. Die gute Stube ist nämlich eigentlich immer still und unauffällig und vor allen Dingen sitzt hier tatsächlich selten jemand, obwohl es hier eine kleine Bibliothek gibt und man kann hier schön lesen. Aber das Panoptikum liebe ich deshalb, weil das ein Kinoraum ist und ich und Kino, das ist eine Geschichte in meiner Kindheit in Polen, Bartoszyce bin ich. In den 70er Jahren regelmäßig ins Kino gegangen und habe die damaligen Blockbuster, Polen war sehr liberal, gesehen, wie zum Beispiel Steven Spielbergs Filme Die Begegnung, die kurze Begegnung der dritten Art ist, glaube ich, der Titel, oder Die drei Tage des Condor von Pollack mit Robert Redford. Also insofern das Panoptikum und die gute Stube. Eigentlich will ich die gute Stube auch in nächster Zeit mal ein bisschen mehr nutzen, weil es gibt hier keine Musik, das ist echt entspannt. Obwohl es hier einen Plattenspieler gibt. Aber der nicht geht. Der nicht geht, ja. Brzezinski, sagte William Helline Lindley. Was für eine Ehre. Ich heiße Sie in meinem Reich herzlich willkommen. Wir haben Sie schon erwartet. Der Ingenieur gab Robert die Hand und stellte ihm auch seinen Sekretär vor. Einen gewissen Herrn Rolf Dieter Brinkmann, der, gekleidet wie ein Buchhalter aus dem 19. Jahrhundert, hinter seinem Schreibtisch aufsprang, sich kurz verbeugte und sagte, »Gestatten, Brinkmann, Dichter aus Fechter!« Brzezinski, Psychiater aus Berlin, antwortete Robert, der enttäuscht war. Was ist bloß aus dir geworden, Brinkmann? Ein preußischer Beamter und Offizier. Du warst in meiner Jugend neben Nicolas Born, mein deutscher Lieblingsdichter. Und nun das. Und im nächsten Moment wandte sich Robert an den Ingenieur, da er Durst hatte. Jacks Pilzsalat war wirklich total versalzen gewesen. Mein Hals ist so trocken, meine Zunge klebt am Gaumen. Hätten Sie vielleicht einen Tropfen Wasser für mich? Aber selbstverständlich. Meine Firma ist ja bekannt dafür, dass wir für die beste Wasserqualität in Europa sorgen. Ich meine, ich muss Ihnen, Sie sind doch Pole, oder? Nichts von unserem Rheinwasserreservoir und unserer Schwemmkanalisation und Kläranlage in Warschau erzählen. Dort im Rheinwasserreservoir können Sie einfach mit einer Suppenkelle das gefilterte Wasser aus einem Becken schöpfen und sofort trinken. Aber zur Sache. Herr Brinkmann, holen Sie bitte für unseren Gast ein Glas Wasser und beeilen Sie sich.
Arthur auch wieder mit dabei bei der Treppen-Challenge. Und Arthur ist jetzt gerade eingefallen, dass wir den Anfang nochmal ganz woanders drehen könnten. Na, seht ihr, deswegen ist es immer wichtig, sich so ein kleines Skript vorzubereiten, damit man das alles nacheinander abarbeiten kann. Ja, hallo liebe Leute, ich heiße Arthur Becker, bin Schriftsteller, wohne im Frankfurter Hotel Lindley und werde heute ein paar Passagen aus meinem vorletzten Roman, Der unsterbliche Mr. Lindley, lesen. Danke. Danke. Repeat. Meine Freunde, es ist immer wichtig, nochmal eine safe Aufnahme mit reinzunehmen. Ja, ihr wollt nicht davor sitzen, den Film schneiden und habt auf einmal keinen Ton. So, meine Freunde, das war's jetzt von heute vom Filmdreh mit dem Arthur Becker zusammen und mit einem kleinen Ausschnitt aus seinem Buch. Und ja, wir sind gespannt, vielleicht dürfen wir auch was aus diesem Filmmaterial noch machen und vielleicht gibt es dann den Film auch auf Arthurs Kanal zu sehen. Ich werde das Ganze trotzdem mal oben verlinken. Arthur hat so ein paar Videos auf seinem Kanal mit Lesungen und anderem. Genau. Und wir machen sowieso demnächst noch ein paar andere Lesungen auch hier im Haus und hätte gesagt, bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.